Unsere Verantwortung ist, dafür Sorge zu tragen, dass wir in Zukunft einen Planeten hier haben, der geheilt ist, damit unsere Kindeskinder und deren Kindeskinder stolz sein können, genauso wie wir, auf einem geilen Planeten zu leben, für den wir geschaffen haben. Und deswegen bin ich hier angetreten. Ciao ragazzi und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Amplify Your Stage. Und heute gibt es eine Besonderheit, denn normalerweise würden wir heute das Interview mit dem lieben Patrick Jungs machen. Wir haben es aber zeitlich nicht zusammengeschafft. Deswegen werden wir heute das Reaction-Video schon vorziehen, sodass wir es heute mein Feedback bekommen zur Rede vom lieben Patrick Jungs oder wie wir ihn nennen, vom lieben Padde. Und das Interview mit Padde wird in der nächsten Folge sein. Deswegen würde ich gar nicht lange rummachen. Lasst uns direkt starten in die Rede vom lieben Padde. Bevor du mit deiner Familie so richtig auf die Fresse fällst, versuch es doch einfach mal mit ein wenig Harmonie. Möchtest du deine Familie, deine Frau, deine Kinder das ein oder andere Mal einfach nur verstehen? Kennst du so Situationen, wo du Fragezeichen im Gesicht hast und gar nicht weißt, was hier passiert? Aber warum ist das so? Warum gibt es Situationen? Okay, auch das ist eine coole Möglichkeit, in eine Rede zu starten, indem du von vornherein schon, wir nennen das in der Neurologie, Schmerzfragen stellst. Also Fragen, die sich auf den Schmerz beziehen. Jetzt geht aber schon direkt, wenn ich es richtig sehe, direkt schon in den Erklärbär. Ne? Also warum ist das so? Warum stellen sich die Menschen eben genau diese Fragen? Cool wäre jetzt gewesen, wenn er vielleicht sogar so eine Öffnungsfrage stellen würde, in Form von wie geht's anders? Oder was hast du davon? Ja, also was hast du davon, wenn du mir jetzt zuhörst in diesem Bereich? Okay, gehen wir mal weiter. Dein Partner, deine Partnerin an der Seite fängt an zu weinen und zutiefst traurig und deine Kinder kommen auf dich zugerannt, sind stocksauer und schreien dich an. Das könnte daran liegen, dass du nicht weißt, was im Inneren deiner Familie vor sich geht. Und bevor ich dich mitnehme in meine Vergangenheit möchte ich auch nochmal, wie meine Vorredner, auch nochmal das ganze Team, Lorenzo, Beate, Dennis und das ganze Team von Sascha, aber auch alle meine Rednerkollegen und auch alle ihr da draußen, euch möchte ich auch ein ganz, ganz liebes Danke sagen, dass ihr A mit uns den ganzen Tag verbracht habt, dass wir uns so gut aufgehoben gefühlt haben heute hier und dass das einfach eine Menge Spaß gemacht hat. Dankeschön. So, aber jetzt nehme ich dich mit. Kann man machen, muss man nicht. Ist immer die Frage der Redezeit, die ich zur Verfügung habe. Ist natürlich aber eine Riesenform der Wertschätzung. Ne? Und gerade wenn Menschen zuschauen, gerade wenn du auch ein Live-Publikum hast, wie jetzt in diesem Fall, da ist ein Live-Publikum dabei, dann holt er sich damit natürlich ganz, 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 ganz viele Freunde. Ne? Also weil es super selten ist, dass wir heute im deutschsprachigen Raum Redner sehen, die sich, bevor sie wirklich in die Rede gehen, sich bei dem Veranstalter oder beim Publikum bedanken, dass die Menschen ihre wertvolle Zeit mitgebracht haben. Also ich persönlich finde es mega geil, wenn man sowas macht. Aber es ist immer die Frage der Redezeit. Ne? Immer der Frage der Redezeit. In meiner Vergangenheit. Und zwar stell dir bitte vor, du liegst auf dem Boden in einem dunklen Raum auf einem kuschelig weichen Teppich, bist mit einer flauschigen Decke zugedeckt und ja, der Raum ist dunkel und nur durch den Spalt unter der Tür kommt ein wenig Licht durch und erhellt den Raum. Okay, das macht natürlich auch mega geil, ne? Also geht hier direkt schon in Storytelling, holt uns mit rein. Ich spule jetzt ein bisschen vor, wenn du den Bereich dir nochmal konkreter anschauen willst. Die Rede von Padde ist hier online bei uns auf YouTube. Schau dir die gesamte Rede nochmal, vielleicht sogar im Voraus nochmal komplett an, solltest du es nicht gemacht haben, und komm dann wieder zurück hier in das Feedback, was er jetzt von mir bekommt. Lass uns mal ein Stückchen nach vorne spulen. Danach Stille. Deine Gefühle fahren Achterbahn. Du weißt gar nicht, was hier passiert ist. Du weißt nur, es ist etwas Schlimmes passiert. Du möchtest dich in diesem Moment in das tiefste Loch der Welt verkriechen. Du fängst an zu weinen und du verstehst die Welt nicht mehr. Das war ich mit 13 Jahren und ich bekam den schlimmsten und auch letzten Streit meiner Eltern mit. Der letzte Donnerschlag war die Tür, die mein Vater zuwarf, als er die Wohnung verließ. Danach folgten die Scheidung
und sowohl die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich kann dir nicht sagen, ob die Scheidung hätte verhindert werden können, wenn meine Eltern einfach ein bisschen mehr über ihre Gefühle gesprochen hätten und sich dadurch besser verstanden hätten. Aber was ich dir sagen kann, dass zurzeit in Deutschland mehr als jede dritte Ehe geschieden wird, die Ehe im Durchschnitt nur 15 Jahre dauert und die, die geschieden werden, sogar nur 6. Und ich kann dir eins sagen, weil ich selber erlebt habe, die Leidtragenden bei einer Scheidung sind immer die Kinder. Weil sie leiden am meisten und am größten. Und schaut, ich bin selber glücklich verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Ich habe 2 wundervolle Kinder und ich möchte es einfach anders machen. Ich möchte es besser machen. Und ich meine einfach mal da draußen, liebe Eltern, liebe Väter da draußen, die ich speziell auch anspreche, glaube ich, keiner von euch möchte und will ein schlechter Vater, Ehemann sein und möchte seiner Familie etwas Schlechtes antun. Aber genau das passiert bei einer Scheidung. Genau das. Menschen leiden und vor allem unsere Kinder. Und ich habe für mich entdeckt, dass wenn du deine Familie anfängst zu fühlen, dass du sie besser verstehst. Und da habe ich ein Modell entwickelt. Aber bevor ich zu diesem Modell komme, möchte ich dich ja mit einem Menschen bekannt machen, der dafür verantwortlich ist, dass ich heute hier stehe. Der mir gezeigt hat, was Harmonie überhaupt bedeutet. Und das ist mein Opa. Und mein Opa war übrigens der, der mit meiner Oma mich an Disney-Filme rangeführt hat. Und mein absoluter Disney-Held, mein absoluter Kindheitsheld war Peter Pan. Jetzt fragst du dich bestimmt da draußen, okay, Opa, Peter Pan, was hat das alles miteinander zu tun? Das erzähle ich dir in den nächsten 15 Minuten. Habt ihr Lust da? Okay, das ist natürlich auch ein schöner Teaser, ein Informationsdefizit, ne? Also er baut das jetzt auf, baut auch nochmal die Story jetzt Peter Pan mit seinem Opa mit rein. Also Interesse ist da. Das Einzige, was mir bis dato fehlt, ist, was habe ich davon, wenn ich dir zuhöre? Und wir sind jetzt bei 5 Minuten und 43 Sekunden, hätte schon längst vorhanden sein müssen. Ne? Also er baut Teaser ein, er geht am Anfang mit den Schmerzfragen rein, er holt jetzt das Thema mit Peter Band noch mit ins Spiel, mit seinem Opa mit ins Spiel, das Modell hat er noch mit reingeholt und das verrät er uns später. Aber was habe ich denn davon, wenn ich dir zuhöre, Padde? Und das sollte jetzt kommen. Also jetzt die Frage zu stellen, habt ihr Lust darauf, das zu erfahren? Ja, na klar, weil der Informationsdefizit ist da. Ne? Also ich versuche jetzt als Publikum, versuche ich dieses Ding, den Kreis zu schließen. Aber was ich jetzt konkret habe, ob ich jetzt mehr Harmonie in meiner Familie bekomme, wie der Titel der Rede, das er sagt, eben federleicht Business und Familie in Balance bringen, ne? Das würde ich da als Frage nochmal in den Raum stellen. Wirklich zu sagen, hey, in den nächsten 15 Minuten erfährst du nicht, was Peter Pan mit meinem Opa zu tun hat, sondern du erfährst, wie du eben diese Balance zwischen Familie und Beruf reinholst. Ja? Du erfährst, was Peter Pan mit Balance und Familie im Beruf zu tun hat und was du davon mitnehmen kannst. Das würde ich hier integrieren, vielleicht sogar schon ein Stückchen vorher, bevor es dann zum Opa und zum Peter Pan geht. Dankeschön. So, und wie viele von euch möchten wissen, wie man ein harmonischeres jetzt kommt die Frage. Okay. Und zu seinem Umfeld, zu seiner Familie führen kann? Dankeschön, meine Lieben. Und ich habe das ein Modell entwickelt. Und zwar das Fly-Modell. Also, coole Überleitung, sehr, sehr geil. Aber auch hier, das habe ich, glaube ich, damals auch bei den letzten Reaction-Videos gesagt, du verrätst mir jetzt schon, was in der Rede stattfindet. Ja, F für Feelings, L für Language und Y für Your Empathy. Also entweder, wenn ich es hinschreibe, klebe ich es zu, dass da eine gewisse Spannung, eine gewisse Neugierde auch beim Publikum ist, weil so halte ich die Spannung im Raum. So verrate ich jetzt schon, um was es in der Rede geht. Ja, also ich gebe jetzt schon so Ansätze, um was es in der Rede geht. Und jetzt kann gut sein, dass der eine oder andere vielleicht jetzt hier schon zumacht, abschließt, sagt, zukleben und dann sagen, okay, und das steht für Fly. Und das F ab in den Inhalt und dann aufmachen und dann eben
steht für Feelings. Somit hältst du die Spannung, Padde, viel mehr im Raum. Und das Flammenmodell, dazu komme ich noch später, aber das Flammenmodell steht aus drei Schritten. Das F steht für Feelings. Heißt, du musst erstmal deine Werte, deine wahren Gefühle erstmal entdecken. Und zwar mit wahren Gefühlen, die in dir schlummern und nicht die, die dir eingetrichtert worden sind über die letzten. Okay, jetzt verrate ich dir auch schon, um was es in den Buchstaben F und Feelings geht. Also, das ist wie, als würdest du mir das Happy End vorwegnehmen in dem Film. Ne? Ich ziehe das Happy End schon nach vorne. Jetzt Frage an dich, wenn ich die Rede jetzt schon spoiler, wie viel Interesse hast du, dir die Rede weiter zu, anzuschauen? Wenn ich einen Film schon, das Ende schon spoiler, dass du weißt, keine Ahnung, ich verrate jetzt nichts, also ich spoiler jetzt keinen Film, aber wie viel Interesse und wie viel Bock hast du, dir den Film wirklich bis zum Ende anzuschauen, wenn du schon weißt, wie es Ende ist? Deswegen ist hier wirklich mein Feedback an den Redner, Inhalte rein und am Ende auflösen. So bleibt die Spannung im Raum, so ist Edutaining im Raum und die Menschen folgen dir, weil sie wissen wollen, wie wird das Thema enden, worauf will er hinaus, wohin geht die Reise? Und deswegen folge ich dir. Kommt auch so ein bisschen aus der motivierenden Psychologie, kindgerechtes Lernen, ja, Menschen auf die Entdeckungsreise schicken. Deswegen lernen wir Kinder auch so gerne, weil wir Abenteuer lieben, weil wir Entdeckungsreisen lieben, ja. Und darum geht es auch in der Rede. Spannung, Abenteuer, offen lassen, am Ende schließen, am Ende den Kreis zumachen. Und dann bleiben die Sachen auch im Kopf bei der Menschen und die Menschen nehmen das mit, weil die Spannung und die Aufmerksamkeit komplett auf dich gerichtet ist. Hier nehme ich dir gerade die Spannung, weil zuzuhören. Aber wir schauen mal weiter. Durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch was auch immer, sondern die Gefühle, die in dir drinstecken. Das L steht für Language. Unheimlich wichtig, weil jetzt musst du deine Gefühle, die du neu entdeckt hast, auch nach außen transportieren. Du musst darüber sprechen und du musst sie auch zeigen. Und das Y steht für Your Empathy. Und das ist unheimlich wichtig, weil da fängst du jetzt an, das Interesse zu entwickeln, deine Familie, dein Umfeld zu fühlen und dadurch zu verstehen. Und ganz wichtig ist es in diesem Schritt, dass du deine empathischen Fähigkeiten auf- und ausbaust. Und wisst ihr, als kleine Gedankenstütze verbinde ich mit diesem Fly-Modell diese Feder. Und schaut, diese Feder, und damit kommen wir gleich zu Schritt Nummer 1. Diese Feder hat einen Federkiel. Das ist das Fundament, was die Feder zusammenhält. Und diesen Federkiel, den sieht man in der Regel nicht. Der steckt in den Vogel drin. Aber er ist unheimlich... Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr geile Metapher. Ne? Also eine sehr geile Metapher. Das heißt, es dient jetzt natürlich auch dem Publikum, anhand der Feder sich Informationen zu merken. Top. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ne? Also es gibt ja drei Möglichkeiten, wie du Sachen visualisieren kannst. Eben Flipchart, was Padde schon direkt nutzt, einen Flipchart zu nehmen, dort die Sachen, die Informationen festzuhalten. Eine zweite Möglichkeit, die du hast, ist natürlich eine Utensilie. Also ich hole jetzt hier eine Feder mit auf die Bühne und präsentiere meine Inhalte anhand der Feder. Auch eine schöne Utensilie, die natürlich auch zum Rahmen cool passt, ne? Mit Peter Pan, die Feder. Also schon geil gemacht. Und die dritte Möglichkeit ist, ein Modell auf dem Flipchart zu knallen oder auf dem Beamer wäre eine Möglichkeit oder eben, wie er das gerade hier macht, mit dem Akronym, also das Wort Fly und das Fly dann entsprechend aufgebröselt. Ne? Oder wie gesagt, die dritte Möglichkeit, eine Utensilie. Also ich finde die Utensilie saugeil gerade. Wir schauen mal weiter. Und wichtig, genau wie deine Gefühle. Deine Gefühle, deine Werte stecken in dir drin. Die kann keiner sehen außer du. Kann keiner fühlen außer du. Und sie bilden genau wie dieser Federkiel das Fundament der weiteren Schritte, die noch kommen. Und ich habe einen interessanten Mann bei einer TED-Rede gesehen. Ran Gavreli. Der reist durch die ganze Welt und hält Vorträge an Schulen. Hauptsächlich in sexueller Aufklärung. Aber er stellt in seinen Vorträgen den Kindern drei Fragen. Und zwar fragt er die Kinder, sagt mal, was ist denn für euch ein guter Mann? Und die Kinder antworten, er muss stark sein, er muss furchtlos sein, mutig sein, er ist das Oberhaupt der Familie. Okay, dann stellt er die zweite Frage. Was ist für euch eine gute Frau? Eine Frau muss zärtlich sein, hübsch sein, sie muss verletzbar sein, sie muss beschützt werden, sie ist einfach die Mutter, sie ist die... Okay, das ist auch natürlich sehr, sehr geil.
Also das, was ich jetzt gerade mache, ist echt Gemecker auf hohem Niveau. Ne? Meine Empfehlung, genau das erst zu bringen, die höhere Instanz erst ins Spiel zu bringen. Ja, eben genau diesen Professor da reinzuholen, der eben genau diese Studie gemacht hat. Und dann an die Feder gehen und dann über den Kiel, ja, also diesen Federkiel für die Emotionen, die drinstecken, das dann zu bringen, ja, und dann die Überleitung vielleicht zum F. Vielleicht braucht es auch gar nicht das Flipchart mit dem Fly-Modell. Ne? Vielleicht reicht auch nur die Feder und anhand der Feder hole ich die Informationen rein und am Ende lasse ich die Feder fliegen und sage, schaut, und die Feder, sie fliegt, ja, also im Englischen fly, und könnte dann das vielleicht sogar noch ergänzen. Also da würde die Rede viel mehr Kraft haben und vor allem sehr viel mehr Spannung. Ne? Also Punkt Nummer eins, er belegt das erste Thema mit Gefühlen durch die Geschichte der höheren Instanz. Sehr, sehr cool. Wir spulen mal ein bisschen vor. Zu Hause auf die Kinder. Kommen diese Glaubenssätze, woher kommt diese Einstellung von den Kindern? Das sind die Rollen, die wir den Kindern immer noch eintrichtern. Und bedenkt bitte, diese Fragen stellt er Kindern auf der ganzen Welt. Es ist egal, welche Herkunft, welche Religion, welche Kultur. Aber dieses Rollenverständnis ist immer noch bei uns drin. Und deswegen haben wir verlernt, und gerade wir Männer haben verlernt, über unsere Gefühle zu sprechen. Unsere Gefühle überhaupt zu erkennen. Weil wir mussten von Anfang an stark sein, hart sein. Wo bleibt der weiche Kern? Und genau den gilt es im ersten Schritt wieder zu entdecken. Und dazu lade ich dich ein. Entdecke, denk drüber nach und entdecke in dem Moment mal, geh in dich und entdecke deine wahren, und ich rede wirklich von den wahren Gefühlen und deine wahren Werte, die in dir stecken. Kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer zwei heißt, jetzt kannst du deine neu gewonnenen Werte, über die du jetzt im Klaren geworden bist, jetzt nach außen zeigen und drüber sprechen. Und dann kommen wir zum Schritt Nummer zwei. Und was verbinde ich damit mit der Fehler? Das ist das, was du nach außen siehst. Das ist das Gefieder. Übrigens. Das meine ich. Ne? Also er erwähnt Schritt zwei. Jetzt geht er schon in die Feder. Jetzt beschreibt er das anhand der Feder. Warum nicht jetzt schon den Beleg, den Beweis, die These bringen und im zweiten Step die Feder als Anker mit der Botschaft? Und damit hat es viel mehr Kraft, viel mehr Kraft. Hören wir uns mal den Beweis an für die zweite Botschaft. Außen an der Innenfahne. Je nach Vogel sind die kürzer und länger, aber das sollte jetzt nicht das Thema sein. Wichtig ist dabei, dass du auch diese zwei Seiten hast, die um das Fundament rumgebaut werden. Du hast eine Seite, die Gefühle zeigen, und die andere Seite, über sie zu sprechen. Und jetzt kommt was Erschreckendes. In einer Umfrage, in einer Studie, hat man Scheidungsanwälte gefragt, was der wahre Grund für die Scheidung ist. Weil wir kennen die typischen Gründe, er ist mit fremdgegangen und das, diese ganzen Gründe kennen wir alle, aber die wahren Gründe sind, dass seine emotionalen Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Und warum werden sie nicht gestillt? Weil wir nicht darüber sprechen. Und jetzt mache ich dir ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit hast oder Zuneigung, und du sprichst mit deinem Partner nicht darüber und dein Partner erwidert diese Bedürfnisse nicht, beziehungsweise kann sie dir nicht stillen oder stillt sie nicht, weil er sich dafür gar nicht interessiert. Du aber den Fehler gemacht hast, dass du nicht darüber gesprochen hast, dann passiert eins, dann distanzierst du dich von deinem Partner. Du kannst diese Bedürfnisse zeitlich gesehen, temporär nach hinten schieben, aber sie sind nicht weg, sie kommen irgendwann wieder. Und irgendwann ist die Distanz zu deinem Partner so groß, dass du Blödsinn machst. Und zwar dann kommt sowas wie Fremdgehen, Fremdkuscheln, nenn es, wie du möchtest. Aber dann suchst du dir diese Befriedigung der emotionalen Bedürfnisse bei einem anderen Partner. Heißt also für dich. Also auch hier Feedback an den Redner. Er holt nochmal die Studie rein, die Umfrage mit den Rechtsanwälten, finde ich eine coole Sache, das reinzuholen. Aber dann wird es mir viel zu viel erklärbar. Das wird mir zu viel hier so Finger, ne, Finger heben, viel zu viel Pastor, Prediger. Ne? Vielleicht als Gedanke spontan, vielleicht gibt es die eine andere Geschichte, die zeigt, ohne belehrend zu sein, wie
Menschen oder warum Menschen sich dann eben so verhalten, dass sie, wie er das so schon sagt, Blödsinn machen. Ja, vielleicht gibt es die eine andere Geschichte, vielleicht gibt es auch die eine andere Metapher oder die eine andere Parabel, die ich hier erzählen kann, die eben genau darüber spricht, wie es eben ist, wenn Gefühle in sich behalten werden und was dann das Ergebnis daraus ist, wenn Gefühle in sich getragen werden und die nicht nach außen gerichtet werden. Und die Geschichte, die Parabel erzählt im Endeffekt das Learning aus dem, was Padde hier versucht zu vermitteln, eben dieses, dass Gefühle auf Dauer nicht drinnen bleiben, sondern die werden irgendwie in irgendeiner Art und Weise, werden die nach außen kommen. Und gerade Gefühle, die nicht gestillt sind, Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, die werden nach draußen gehen. Und die werden einen Weg finden. Und es kann eben, wie er sagt, eine Möglichkeit sein, dass ich mir eben dieses Bedürfnis oder die Bedürfnisstillung eben bei jemand anderen hole bei jemand anderen hole als bei meinem Partner. Ja? Aber für mich gefühlt kommt es viel zu belehrend schon rüber und viel zu, wie soll ich sagen, suggestiv. Ich lege das schon in den Raum rein, dass das der Fall ist. Ne? Ich glaube, eine geile Geschichte, eine tolle Geschichte, eine tolle Parabel, eine Erfahrung, die er vielleicht gesammelt hat in seinem Umkreis bei anderen Menschen, vermittelt dieses Learning, ohne belehrend zu sein. Und das wäre so meine Empfehlung an dich. Als Redner solltest du eben genau diese Themen oder ähnliche Themen in deinen Reden mit drin haben. Okay, schauen wir mal weiter. Spreche doch einfach mal an, was du willst, was du fühlst. Okay, das ist die Botschaft. Sag deinem Partner einen vernünftigen Ton. Aber warum fällt es uns so schwer? Und da gab es eine ganz interessante Umfrage. Man hat Männer und Frauen gefragt, sprecht ihr gerne über eure Gefühle? Immerhin fast 50% der Frauen, 47%, um genau zu sein, sprechen gerne über ihre Gefühle. Immerhin, fast die Hälfte. Und erschreckenderweise nur 17% der Männer. Muss ich noch mehr sagen? Also die Studien, die Herleitung, die Umfragen, die sind natürlich voll auf die Fresse, ne? Die sind halt echt voll aufs Auge. Und die sensibilisieren. Und das ist natürlich mega, ne? Also tolle Studien, tolle Umfragen, die ihr reinholt, die eine sehr starke Relevanz auch zu dem Thema haben und vor allem aber auch sehr stark sensibilisieren bei den Jungs und Mädels, die zuhören und sich angesprochen fühlen, also denen es in Relevanz geht. Ne? Deswegen, die Sachen sind saugeil, sehr, sehr cool. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass wie gerade am Anfang der Rede noch ein wenig mehr Persönlichkeit kommt, also mehr Patrick auch zu spüren ist in dieser Rede. Nicht nur der Experte, ne? Weil ich glaube, das hat er jetzt in der Rede schon mehrmals gezeigt, dass er sich in seinem Thema auskennt und vor allem seinen Markt kennt. Ja? Aber jetzt wird es auch, glaube ich, Zeit, dass er sich so ein bisschen auch persönlich zeigt. Lernt, über eure Gefühle zu sprechen. Mhm. Das ist so unheimlich wichtig. Und ich sage euch, die Scheidungsrate kriegen wir damit nach unten. So, jetzt kommt der Schritt Nummer 3. Ein unheimlich wichtiger Schritt. Und Schritt Nummer 3, was es mit der Feder zu tun hat, komme ich gleich dazu. Der Schritt Nummer 3. Ja, sehr gut. In eine Reise. Genau das meine ich. Ja, er betont Schritt 3, öffnet gerade, und was es mit der Feder zu tun hat. Aber ich gehe jetzt nicht schon gleich in der Feder, das heißt das und das. Jetzt geht er sofort in, keine Ahnung, in was er jetzt geht, aber er belegt jetzt, er kommt jetzt mit Inhalt. Er hat noch nicht verraten, sondern er geht jetzt in den Inhalt und hoffentlich am Ende des Inhalts bringt er die Feder wieder ins Spiel und beantwortet, was er mir mit der Feder und mit der Geschichte sagen will. Das ist genau richtig. Circa vor anderthalb Jahren, ziemlich viel Frust, ziemlich viel Stress. Ja, und eine persönliche Geschichte, sehr gut. Und ich habe es an meiner Familie ausgelassen. Und ich habe damals einen Brief geschrieben, den möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Mein Sohn, ich stehe hier. Auch hier sehr schön Sinne einbauen, die Musik, die Melodie im Hintergrund, die reinkommt, ja, während er diesen Brief für seinen Sohn verliest. Wow, mega, also toll. Schau dir beim Schlafen zu. Ich kann deinen leisen Atem hören. So, aber den Teil kannst du dir sehr gerne auch in der Rede anschauen, ja, und anhören. Wir spulen noch mal ein bisschen vor und gucken uns, was er nach dem Brief macht. Und Vorbild sein.
dich unterstützen und behüten, anstatt dir Unrecht zu tun. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich hoffe, ich kann mir deine Liebe wieder verdienen. Ich hoffe, du bleibst für immer mein Sohn. Und das ist natürlich auch sehr stark, ne? Also ihr seht hier auch, du siehst hier auch, wie die, also die Emotion spricht durchs Gesicht. Und das ist das, was ich immer sage, wenn Redner auf Bühne stehen mit Herz, Seele und Charakter. Du kannst deine Emotionen nicht unterdrücken. Aber wir haben so viele Redner auf Bühne, die, ich sag mal, wie so ein Pokerface dann auf der Bühne stehen und Gefühle unterdrücken, weil sie glauben, sie gezeigte Gefühle machen sie eher schwach als Experte. Nein, genau das krasse Gegenteil. Gezeigte Gefühle schaffen sogar die Nahbarkeit, die du brauchst, um als Experte zu wirken. Ja, und das ist natürlich mega. Also das Gesicht spricht Bände. Also nicht nur das Gesicht, die ganze Körperhaltung. So, und liebe Eltern da draußen, Hand aufs Herz, ich spreche euch alle mal an. Wer von euch hat sich gerade in einigen Zeilen wiedergefunden? Dankeschön. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, über seine Gefühle oder die Gefühle von anderen, von deiner Familie wahrzunehmen und dich dafür zu interessieren. Weil hätte ich damals die Gefühle von meinem Sohn verstanden, wäre es zu diesem Brief nie gekommen. Deswegen appelliere ich bitte an euch, fühlt eure Familie. Und wenn ihr diese drei Schritte macht und wenn ihr es schafft, eure Familie zu fühlen, wenn ihr es schafft, empathischer zu werden, wenn ihr es schafft, mehr Gefühle in eure Familie zu bringen, dann garantiere ich euch, wird euer Leben zu Hause wie diese Feder federleicht. Das ist auch wieder eine geile Metapher. Das sind so Momente, wo ich sage, das sind so Momente, die gehören an Ende der Rede. So als Abschluss, ne? So als Highlight der Rede. Das ist so das, was in den Köpfen und Herzen der Menschen bleibt. Wie eben dieser Song, wenn du auf einem Konzert bist, der so noch nachwirkt. Ne? Diese Bilder, die noch nachwirken. Sowas wäre was richtig Cooles fürs Ende. Ja? Aber auch hier, schön gelöst, mega gelöst, saugeil. Ja. Ich bin euch aber noch eine Erklärung schuldig, was das jetzt alles mit meinem Opa zu tun hat. Und schaut, sehr gut. Mein Opa hat mich wirklich geprägt. Mein Opa ist ein liebenswerter Mensch. Und ich nehme euch mit in die Vergangenheit bzw. in das Leben von meinem Opa. Allerdings im Kurzdurchlauf. Mein Opa ist 1935 in Oppeln geboren. Zu einer Zeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Krieg, Flucht, Verfolgung und Tod haben ihn sein ganzes Leben, seine ganze Kindheit verfolgt und begleitet. Er war seine ganze Kindheit auf der Flucht mit seinen 5 Geschwistern und seiner Mutter. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Er musste also von Anfang an stark sein. Er musste ums Überleben wirklich kämpfen. Ich glaube, das können wir uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Als mein Opa dann älter war, ist er zum polnischen Militär gegangen. Und dort hat er das Boxen für sich entdeckt. Das Boxen hat er nicht nur entdeckt, er hat es lieben gelernt. Er war so ein richtiger, harter Kerl, wurde mir gesagt. Dann irgendwann zog er für die Liebe nach Deutschland und gründete selber eine Familie. Mein Opa, wurde mir erzählt, war so ein richtiger Typ, so ein richtiger, gestandener Mann, hart, das Oberhaupt der Familie, genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Okay, hier, also auch da die Geschichte können wir uns gerne, kannst du dir gerne auch am Ende angucken. Ich spule mal gerade ein bisschen weiter nach vorne. Sinnvoll ist, darüber zu sprechen und sie auch zu zeigen, dass es nichts mit Verletzlichkeit zu tun hat, sondern dass es richtig ist. Und er hat erkannt, wenn er das Interesse seiner Familie, wenn er das Interesse der Gefühle seiner Familie... Okay, das ist natürlich auch cool gemacht. Also er durch die Geschichte mit seinem Opa geht er nochmal in die Rede rein und fasst nochmal zusammen, was sein Opa gemacht hat, also all die Botschaften, die Padde uns jetzt mitgegeben hat auf den Weg, die hat er jetzt nochmal zusammengefasst in der Story mit Opa. Also Opa hat das im Endeffekt vorgelebt. Ne? Cool. Und empathischer wird, dass er dadurch ein friedlicheres und harmonischeres Leben hat. Und ich würde gerne meinem Opa dafür danken, aber leider war der zweite Herzinfarkt zu viel. Aber Opa, ich danke dir trotzdem.
Dankeschön. Und ich appelliere an alle, bitte. Bitte tut mir einen Gefallen. Lasst uns die Welt ein bisschen schöner machen und lasst es bitte, bitte, bringt in eure Familie mehr Gefühle rein. Denn erst wenn du beginnst zu fühlen, dann wirst du verstehen. Und dadurch wirst du ein harmonischeres und friedlicheres Leben führen. Ich danke euch. Okay, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr schöne, emotionale Rede. Ich glaube, das durften wir auch an ihm erleben. Dass einmal die Story mit seinem Junior und dann auch die Story jetzt mit seinem Opa am Ende ihn doch sehr berührt und auch sehr stark, wie er diese Emotionen auch zeigt und dennoch in einer gewissen Kontenance, ja, weil auch das ist immer eine Herausforderung oder offene Herausforderung für Redner, die dann Emotionen zulassen, auch wirklich wieder aus der Emotion zu kommen, ja. Die meisten bleiben dann meistens in der Emotion gefangen und auch das ist natürlich, ja, Übungssache, ne? Und es eben zuzulassen und eben zu schauen, okay, bis wohin, bis wie weit kann ich gehen und wie, in welcher Form kann ich meine Emotionen zeigen. Gilt nicht nur in Sachen wie Trauer oder so, ne? Du kannst auch Wut auf der Bühne empfinden und Wut rauslassen. Du kannst genauso Humor, ja, Humor ist auch eine Emotion, ja, das Lachen, ob es jetzt in Form von Sarkasmus ist oder was auch immer, auch das kann, wenn man es nicht, wie sagt man, entsprechend in Portionen auf die Bühne bringt, natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Ne? Also wenn ich zu viel Sarkasmus auf die Bühne hole, dann kann das schon in Richtung Kabarett gehen, aber wir wollen keine Kabarettisten auf der Bühne haben, wenn es um Speaking geht, sondern wir möchten Speaker haben, ja, Experten haben, die eben entsprechend Wissen vermitteln und das Ganze aber auch sehr entertainend machen. Ja. Genau, und da kann es natürlich voll nach hinten losgehen. Oder wenn auch mal erlebt, das Publikum hört auf zu lachen und der Redner lacht weiter. Kommt auch irgendwie ein bisschen komisch rüber. Ja? Also auch da darf man seine Emotionen oder sich selbst kennenlernen. Deswegen, wisst ihr, Emotional Keynote Speaking ist Persönlichkeitsentwicklung. Ist eine Reise mit sich und zu sich. Ja. Die ganzen Botschaften nach außen zu bringen, das, was einen wirklich, was einem Sorge macht, was einen berührt, betrifft, stärkt, eine Rede zu bauen, als Redner, Rednerin auf die Welt zu gehen, ja, die Bühnen zu erobern, ist eine intensive persönliche Reise zu dir selbst. Und wenn du diese Reise noch nicht gemacht hast, dann werden deine Reden eher sehr plastisch sein, ja, und die werden wahrscheinlich gutes Wissen vermitteln, aber sie werden niemals Herz, Seele und Charakter enthalten. Und die erfolgreichsten Jungs und Mädels international in unserer Branche sind eben genau die, die Herz, Seele und Charakter in ihre Rede integrieren. Und warum? Weil sie eben die Reise selbst gegangen sind. Ja, also nicht nur Redner aus einer Theorie sein, sondern eben auch aus der Praxis, aus dem Leben, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ich glaube, das würde auch unseren Schulen ganz gut tun, ja, Lehrer zu haben, die das, was sie lehren, auch leben, ja, oder auch erlebt haben und nicht nur aus den Büchern referieren oder, aber gut, das ist jetzt meine Wahrheit, jetzt bin ich ausgeschweift. So, es geht um Padde und Patrick. Also, unterm Strich eine sehr, sehr schöne Rede, eine sehr emotionale Rede, eine sehr starke Rede auch im Punkt der Expertise, die er mit in den Raum gelegt hat. Wie gesagt, unterm Strich, mein Feedback an ihm, ich würde die Erzählformen verändern, ich würde mit den Belegen, Beweisen, Thesen starten, würde dann mit der Feder verankern und würde dann die Botschaft transportieren. Am Ende mit dem Opa toll gelöst, am Anfang den Informationsdefizit auch mit Opa gelöst. Ich würde am Anfang, wie gesagt, noch viel früher das Thema bringen, was ich davon habe, wenn ich dir zuhöre. Hat er dann später auch schön gelöst mit der Frage, ne? Das heißt, unterm Strich eine tolle Rede, eine schöne Rede, eine sehr emotionale Rede. Spannung würde ich ein bisschen mehr integrieren, also die Erzählreihenfolge, die Erzählfolge, die würde ich weiter erarbeiten. Genau, und unterm Strich eine tolle Rede. So, wenn du für dich aus diesem Reaction-Video viel mitnehmen konntest, dann lass mich das doch in den Kommentaren wissen. Was hast du da, was war für dich ein Highlight jetzt während dem Reaction-Video? Was konntest du für dich mitnehmen aus diesem Reaction-Video? Und was ist vielleicht sogar das eine oder das andere, was du direkt in deiner Rede direkt anwenden wirst?
schreib das einfach gerne hier runter in die Kommentare. Und wenn du vielleicht das ein oder andere Thema hast, wo du sagst, hey Lori, das würde mich interessieren, können wir vielleicht mal eine Folge außerhalb dieses Rahmens Amplify Your Stage machen. Dann auch hier, lass mich das in den Kommentaren wissen, wo du gerade für dich die eine oder andere Herausforderung hast, wenn es darum geht, als Emotional Keynote Artist die großen Bühnen dieser Welt zu erobern. Lass mich das wissen und wir werden genau dafür für dich das eine andere Video drehen, damit wir hier die Amplify Your Stage ein wenig mehr mit Leben füllen. Ja, obwohl da schon Leben genug drin ist, aber du weißt, was ich meine. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß, wünsche dir ganz, ganz viel Reflexion nach diesem Video und ich freue mich, wenn wir uns dann bei dem Interview nächste Woche mit dem lieben Padde dann nochmal hier gemeinsam sehen. Ja, in diesem Sinne, ciao, ciao, Kakao, mach dein Leben zu deinem Lieblingssong und du wirst jeden Tag tanzen und singen. Ciao, ciao, ragazzi!